Als General Motors 1953 auf der Motorama Show das erste Modell einer Corvette präsentierte, hätte es wohl noch niemand für möglich gehalten, dass dieser Sportflitzer einmal weltweiten Kultstatus erlangen würde. Heute, über 60 Jahre später, steht die Corvette wie kaum ein anderes Auto für den amerikanischen Traum. Schnell, sexy und pure Freiheit auf vier Rädern. Am Sonntag trafen sich im Technikmuseum Speyer die Freunde dieser heißen Ami-Schlitten, um ihre Schätzchen, auf Hochglanz poliert, versteht sich, einander vorzuführen, sich auszutauschen und zu fachsimpeln. Echte Fans eben. Die eine Leidenschaft teilen, das ist dieses Auto. Und man muss auch sagen, es gibt überhaupt kaum Reibereien untereinander. Ob ich jetzt eine moderne Corvette habe oder eine alte Corvette, das ist alles das Gleiche. Alles hat seine Liebhaber. Klar, die Besitzer einer alten werden sagen, okay, modernes Elektronikgeraffel. Andere sagen, ja, alt ist schön, aber man muss selber schrauben. Es ist so für jeden was dabei einfach. 65 Jahre wird die Corvette dieser Tage alt. Äußerlich mag sie sich zwar von Generation zu Generation verändert haben, aber die Basics stehen unumstößlich fest. Zwei Sitze, Frontmotor, Heckantrieb und gebaut wie ein Pfeil im Wüstenwind der Route 66. Die schönsten Modelle wurden am Sonntag auch von einer Fachjury begutachtet und im Beisein der stolzen Besitzer prämiert. Auch wenn manche der Schätzchen schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, wer am Steuer einer Corvette sitzt, bleibt für immer jung.